Servus Hot und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Das Ganze nennt sich hier Hot Potato. Es geht darum, dass man irgendwann auf einmal so einen TNT-Block bekommt, beziehungsweise Hot Potato, so wird das Ganze genannt. Man erkennt den einen Typen, in dem hinter ihm so Feuerwerkskörper rauskommen. Also, ich finde den Spielmodus richtig lustig, habe ich auch gestern im 24-Stunden-Livestream öfters gezockt. Auf jeden Fall. Boah. Oh, so gut, ich muss noch schnell Folgendes machen, nämlich den Schädel raus, der passt da nämlich nicht rein. Und zwar haben wir das gestern im 24-Stunden-Livestream gespielt, darauf wollte ich auch hier hinaus. Es ist nämlich so, dass ich mich an der Stelle mal bei euch bedanken wollte für, ja, dass ihr da wart, dass ihr mit mir gespielt habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den 24-Stunden-Livestream. Und ich muss sagen, es war echt, echt lustig. Es war auch eine schöne neue Erfahrung. Denn ich habe gemerkt, ja, teilweise ist es ziemlich anstrengend, aber auf Dauer gesehen richtig geil. Und deswegen wird es auch von mir bald wieder einen Livestream geben. Einen 48-Stunden-Livestream, den wird es dann Ende Oktober geben. Oh. Okay. Also Ende Oktober geben. Und da wird es so sein, dass ich dann Horror-Games spielen werde. Das heißt, von 29. auf den 30. ganz normal. Von 30. auf den 31. Wenn ich nur 48 Stunden machen werde, dann wird von 30. auf den 31. die Horror-Filme bzw. Horror-Spiele gespielt. Nein, ich bin die Potato! Nein! So, egal. Bin ich tot? Ich spectate mal. Oder ich schaue halt da so ein bisschen zu. Auf jeden Fall ist es so, dass es dann den 48-Stunden-Livestream geben wird. Oder vielleicht sogar einen 72-Stunden-Livestream. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass ich mir gedacht habe, ja gut. Eigentlich hat es mir so viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch, euch auch. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr gestern dabei wart. So, ich gehe mal in die Lobby. Wie gesagt, ich schneide mir jetzt das Ganze nicht so zusammen, dass ihr halt zwei Spiele im Hintergrund seht, sondern einfach, ich gehe in die Lobby und dann ja weiter. So, sondern, ja, wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr dabei wart, wie ihr das Ganze fandet. Ich habe versucht, euch das Ganze so schmackhaft wie möglich zu machen, auch wenn ich ziemlich viel Minecraft gespielt habe. Aber das liegt daran, dass ich in letzter Zeit halt nicht viel Lust auf was anderes habe. Und da ist Minecraft ganz recht gekommen. Ich habe versucht, bei Minecraft so viele verschiedene Spielmodi zu spielen, dass es euch nicht langweilig werden kann an der Stelle, weil ich immer was anderes mache. Aber ja, wie gesagt, ihr solltet mal entscheiden. Ihr könnt ja mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze fandet, was ich am nächsten Stream besser machen soll. Und ja, wie gesagt, es wird so sein, von 29. auf den 30. Oktober werde ich ganz normal spielen. Das heißt, ich werde auf Rennschnitzel vertreten sein. Ich werde hier zum Beispiel spielen. Ich werde, weiß ich nicht, wo spielen. Auf jeden Fall wird das richtig, richtig geil werden. Denn es ist nicht nur so, dass ich, ja, wie gesagt, nur Minecraft spielen und ich alleine nur spiele, sondern es wird so sein, dass ich wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, Dingsbums, doch zwei Gäste dabei haben werde. Real-Life-Gäste. Und zwar sind das die, die bei der Gamescom dabei waren. Beim Gamescom-Video. Der eine, der sich die Haare geschnitten hat und der gestrige, ja, Maxi. Die werden, also Maxi weiß ich noch nicht, aber Julia wird fix dabei sein. Aber Maxi denke ich mal auch. Die dürfen sogar, ja, die dürfen sogar schlafen gehen währenddessen, wenn sie wollen. Ich werde die ganze Zeit durchmachen. Und das Schlimme ist dabei, dass ich dann einfach am Schluss, wenn ich schon richtig, richtig im Arsch bin, so richtig kaputt bin, dass ich dann da noch die ganzen Horrorspiele auspacke, wie zum Beispiel Outlast, wie zum Beispiel Boah, Amnesia und so weiter. Also da könnt ihr schon echt gespannt sein, wie das Ganze ausgehen wird. Nur an der Stelle würde ich mich auch gerne freuen, wenn ihr halt auch
ja, ich sage jetzt mal, das Ganze weiterempfehlen würde, denn es ist so, dass ich einfach, ja, ziemlich viel Zeit investiere. Oh, da bin ich wieder gestorben, habe ich gerade gar nicht gecheckt, dass ich die Potato bin. Dass ich ziemlich viel Zeit investiere, dass ich schaue, dass halt auch alles wirklich läuft. Und da würde es mich dann auch echt freuen, wenn ihr das Ganze ein bisschen weiterempfehlen könntet. Außerdem ist es so, dass ich jetzt nach den 25 Stunden, die ich gestern gemacht habe, ja, ich habe nochmal eine Stunde draufgepackt, dass ich um 21 Uhr schlafen gegangen bin. Und ich bin dann um, warte, heute um 13:30 Uhr aufgewacht. Also ich habe 16 Stunden geschlafen, fast 17 Stunden. Und das nur noch 25 Stunden. Und ich bin gespannt, wie es einfach nach 72 Stunden wird oder nach 48 Stunden. Wie gesagt, ich hoffe halt, dass ihr das Ganze dann ein bisschen weiterempfehlen könntet. Weil es ist ja nicht so, dass man einfach schnipst und dass es dann einfach da ist. So gut, ich habe heute nur eine etwas kürzere Folge für euch, denn ich muss jetzt gleich nochmal was erledigen. Morgen geht es dann ganz normal mit. Boah, womit geht's morgen weiter? Das weiß ich selber noch nicht, wird dann heute am Abend aufgenommen. Also haut rein, Leute. Ich bedanke mich bei euch. Erstens mal für gestern an alle Leute, die dabei waren. Und zweitens an alle, die jetzt gerade zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.